ja schon länger, dass sie ihren Doktortitel bekommen. Sie haben auch schon sehr viele Interviews gegeben, wie ich gesehen habe. Ist es jetzt heute gleich noch etwas Spezielles gewesen? Es war grossartig. Und natürlich der Moment, wenn es dann passiert, wenn man dann vorgeht und dann das überkommt und neben einem sitzt dann Vargas Llosa, einer von meinen verehrten Schriftsteller aus Lateinamerika, wo ich viele Bücher gelesen habe, dann ist das wirklich ein Moment, wo man weiss, so etwas wird man im Leben wahrscheinlich nicht mehr nochmal erleben, sondern es ist jetzt etwas Einmaliges. Was ist Ihre Beziehung zur Uni Freiburg? Haben Sie vorher schon eine gehabt, oder ist das jetzt... Nein, ich bin eigentlich einer von der anderen Seite, von St. Gallen. Ich habe dort meinen Doktor gemacht und bin jetzt eigentlich auf das Freiburg gekommen. Also der Freiburg ist zu mir gekommen, ich bin jetzt 2-3 Mal da gewesen. Und ich bin begeistert. Also ich bin so begeistert, dass wir jetzt heute Nachmittag noch mal ein bisschen die Stadt anschauen wollen und ein bisschen mehr erfahren. Und unsere Tochter, die Lea, die jetzt Matur gemacht hat, inzwischen, ja, sie zu begeistern oder zu überzeugen, dass sie hier kommen soll, nach Freiburg, dass sie nicht nur ein Studium machen kann und etwas lernen, sondern parallel dazu auch noch Französisch perfektionieren kann, dass das eigentlich eine gute Sache ist, wenn wir schauen, was passiert. Also ich würde mich sehr freuen. Sie selber haben einen Doktortitel, sind aber eher so ein bisschen als der Rebell bekannt. Ich kann mich gut erinnern, als ich in die Schule gegangen bin und Richtung Kommunikation und Journalismus gegangen bin. Da heisst ja, der Herr Schawinski, der hat das Ganze aufgebaut in der Schweiz. Aber nicht immer ganz so, wie es die Oberen wollten. Jetzt haben Sie einen Ehrendoktortitel. Das ist doch Universität, so die andere Seite. Wie passt das zusammen, der Rebell und doch etwas sehr Formelles? Es ist interessant, weil ein Doktortitel den kann man ja planen. Da muss man einfach gewisse Aufgaben erfüllen und dies machen, eine Prüfung ablegen. Ehrendoktortitel kann man nicht planen. Das ist etwas ganz anderes auf einer ganz anderen Ebene. Und ich war eben der Pirat gewesen auch, nicht nur der Rebell, auch der Pirat. Und ja, Schicksal für Piraten ist manchmal, wenn sie erfolgreich sind, dann werden sie gerade der berühmteste Pirat der Welt, der Francis Drake, ist von der Königin Elisabeth I. zum Sir gemacht worden. Das gibt es in der Schweiz nicht, aber das Äquivalent aus der heutigen Zeit ist der Ehrendoktortitel. Und dass der jetzt gekommen ist, ist völlig überraschend, weil ich habe immer das Gefühl, der Prophet im eigenen Land gilt nicht. Und eben, ich bin ein bisschen der, wo im Establishment immer auf den Füßen rumgetrampelt ist. Aber dass die Fakultät gefunden hat, das, was der gemacht hat, das, was der initiiert hat, das hat so eine Nachhaltigkeit und so eine Wirkung, dass der das verdient. Und darum bin ich mehr als überglücklich. Sie sagen, Sie hätten das nie vermutet, nie erwartet. Sie haben aber darüber gewitzelt bei dem Pohlenhofer, Ihrer Sendung. Er hat das mit mir gewitzelt. Er ist auf das Thema gekommen, weil er hat gesagt, eine der Sachen, die er haben will, ist eine Briefmarke und ein Ehrendoktor. Und dann hat er gesagt, komm, vielleicht können wir einen über. Und zwar noch von der Uni Freiburg. Und ich habe das natürlich nie ernst genommen. Und look what happened. Also, die unglaublichsten Sachen können im Leben passieren, sogar dass man einen Ehrendoktor bekommt, wo der Polo Hofer als Witz, als Pointe in einer Sendung mal erwähnt. Ein bisschen ein ernstes Thema. Medienkrise. Der Herr Puppis hat heute auch noch dazu geredet. Wie sehen Sie die Situation in der Schweiz aktuell? Es ist ein bisschen ein weites Feld. Ich habe also gestern Abend einen stündigen Vortrag dazu gemacht. Ich wollte ihn da, glaube ich, jetzt nicht wiederholen. Aber es ist eine relativ heikle Situation, eine, die wir noch nie hatten. Und es sind sehr starke Verteilungskämpfe im Gang. Die werden sich noch verschärfen, vor allem zwischen der SEG und den Privaten. Und ich glaube, man hat sehr viele Chancen verpasst. Also, als ich angefangen habe, 1979 mit Radio 24, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um wirklich eine Art duales System anzubringen. Also Gleichgewicht zwischen privaten Medien und Öffentlich-Rechten im Fernsehen. 1984 haben wir die Zürich-Vision gemacht, haben das Gleiche gemeint im Fernsehen, dann 94 Tele Zürich, auch dort. Aber die Kräfte, die bisherigen Monopole zu bewahren oder zu verstärken, vor allem von der SEG, sind so stark gewesen, dass das eben nur zu einer halbpatzigen Lösung geführt hat. Und da es immer so ein Window of Opportunity gibt, und ich meine, 80er Jahre, spätestens 90er Jahre wäre optimal gewesen, um da wirklich eine vielfältige elektronische Medienlandschaft anzubringen. Man hat es verpasst, die Politik hat sich auch nicht interessiert, hat sich auch nicht eingesetzt. Man hat mich faktisch allein gelassen, als ich dort Tele 24 gegründet habe. Und jetzt glaube ich eben, dass die meisten Wege versperrt sind, dass man jetzt keine Chance mehr hätte, da etwas Grosses als Korrektiv um mich reinzubringen. Und darum glaube ich, dass die Entwicklung sich noch weiter verschärfen wird. Das passt zum Stichwort Informationsmonopol. Aber Sie bleiben dran.
Ja, also ich habe jetzt einfach, ich habe sehr viel gemacht, oder? Und da man mir keinen Support gegeben hat, eben weder von den Parteien noch von den Verlegen, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich habe meinen Beitrag geleistet, habe auch sehr viel investiert, an Energie, an Kraft, aber auch viel an Geld. Wenn man das nicht will, anders haben, dann kann ich das nicht ändern. Und als ich zurückgekommen bin aus Berlin, wo ich ja mehrere Jahre Chef war von Sat 1, habe ich mir überlegt, was kann ich machen? Ein neues Radio gegründet, Radio 1, dann noch Planet 105 dazugekauft. Und mache jetzt eine Sendung beim Schweizer Fernsehen. Und zwar im Sinn, dass ich als unabhängiger, als unbestechlicher Journalist im Schweizer Fernsehen einen Beitrag leisten kann, dass das Monopol ein bisschen aufgeweicht wird, dass nicht alles oder das meiste auf sprachnationaler Ebene aus einer Küche kommt. Und das mache ich jetzt bereits auch schon wieder 5 Jahre. Das ist unglaublich. Und werde das vielleicht noch ein Zeitchen weitermachen. Wo sehen Sie die Rolle der Unis? Einerseits bei der Ausbildung der zukünftigen Journalisten, andererseits bei der Wissenschaftsvermittlung auch Fakten, die man je nachdem braucht. Aber zuerst an die Ausbildung. Ja, Ausbildung ist sicher gut. Das ist gut. Wobei ich immer eigentlich auf Leute gesetzt haben, die Praxiserfahrung haben, die selber wollen. Also die liebsten Leute damals beim Radio sind die, die mit 14 die Hause selber irgendetwas basteln haben und angefangen haben, Radio zu machen. Da hat es ein paar wirklich tolle Leute gegeben, die heute wichtige Funktionen haben. Möglichst früh anfangen, möglichst selber kreativ sein, auch wenn es im Kleinen, im Amateurbereich ist. Das ist wichtig. Die Uni kann da einen Beitrag leisten. In Sachen Wissenschaft muss ich sagen, dass ich da doch einen gewissen Graben immer sehe. Vor allem die Uni Zürich mit ihrem grossen publizistischen Seminar und ihrer Fakultät. Die haben immer Abstand gehalten. Ich habe das immer bedauert. Die haben sich meiner Meinung nach viel mehr um Theorien, um Systeme und so kümmern, als um die real existierenden Verhältnis. Und ich glaube, dort wäre es auch gut, wenn man sich ein bisschen annähern würde. Die Wissenschaftskommunikation an sich, also dass wir das, was wir forschen, auch kommunizieren, ist das von Ihnen aus gesehen sinnvoll für Journalisten? Wie ist da die Zusammenarbeit von Ihnen aus gesehen? Es ist sinnvoll, aber es funktioniert nicht auf einer richtigen Ebene. Wir haben ja da die verschiedenen Studien gehabt über Qualität in den Medien. Viele Verlagshäuser haben das ignoriert, andere haben es abgewatscht und gesagt, das ist nicht korrekt. Das sind auch schwierige Sachen und schwierige Themen, weil sehr viele subjektive Elemente reinkommen. Und ich glaube, die Wirkung in der real existierenden Medienwelt ist relativ klein von diesen Studien. Und hat ja auch dort nicht unbedingt das Gefühl, dass die einem erklären, zum Beispiel gibt es neue taugliche Modelle, um die fehlenden Einnahmen, die jetzt immer grösser werden, irgendwie aufzufangen, alle die Sachen, die da rumschwirren. Und ich mache das nicht als Vorwurf, weil es ist wirklich schwierig, mit Mäzenatentum oder der Staat eingreifen oder Open Source und was das alles gibt, das scheint für die Leute in der Praxis alles nicht sinnvoll oder umsetzbar. Darum ist man jetzt also trotz dieser grossen Anstrengungen auf Theorie theoretisch eben relativ ratlos. Die letzte Frage. Was ist der Ausblick in die Zukunft? Ihre Projekte? Oder hören Sie auf mit Projekten? Haben Sie genug? Also ich finde das als Kompliment, wenn Sie einen 71-Jährigen fragen, was er für neue Projekte hat. Normalerweise ist man mit 65 ja weg vom Fenster, aber dass man mir zutraut oder fast schon Erwartungen hat, dass ich noch neue Projekte habe, ist also etwas, was mich ehrt. Nein, ich habe in dem Sinne kein neues Projekt, weil ich das nie hatte, sondern es muss etwas kommen, das ich gesehen habe, das mich fasziniert, das mich euphorisiert. Und das kann ein neues Buch sein. Ich habe gerade diesen Sommer ein Buch über Narzissten und Narzissmus geschrieben. Irgend so ein Thema. Oder es kann irgendetwas anderes sein, ein Artikel, eine Kolumne. Oder vielleicht dann auch gleich ein neues Medienprojekt. Aber es muss nicht eigentlich sein. Ich bin da nicht unter Zugzwang. Und ich will wirklich nur noch Sachen machen, die mich auch bereichern, wo ich wirklich das Gefühl habe, eben, ich kann mich noch mal euphorisieren und kann einen Beitrag leisten, den vielleicht andere nicht leisten können. Unter anderem auch in Bezug auf meine Erfahrung. Aber was ich jetzt mache und zum Teil auch außerhalb von meinen Medien, wo ich Chef bin, dass ich so ein die Mentorrolle einnehmen bei jungen Journalisten und ihnen von meinen Erfahrungen irgendwie etwas geben, ihnen Feedback geben, positive, auch kritische Erfahrungen. Und das mache ich sehr gerne und hoffe, dass ich das noch lange machen kann. Vielen herzlichen Dank für alles, was Sie geleistet haben. Danke. Und für das Interview. Und Ihnen viel Erfolg und allen Studenten, die jetzt da sind und hoffen, dass man etwas aus dem Leben machen kann. Jawohl, es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht ist es nicht gerade sofort, aber vielleicht macht es irgendwann mal Klick. Dann hat man eine Idee und dann kann man etwas Grossartiges machen.